Drittes Finalspiel in der Eishockey-Nationalliga. Der EC Trenz-Dornbirn traf in der Lustenauer Rheinhalle auf das Farmteam Salzburg. Von Beginn an entwickelte sich eine ansehnliche Partie und auf beiden Seiten gab es gute Einschussmöglichkeiten. Im ersten Abschnitt hatten die Stürmer ihr Visier aber nicht gut genug eingestellt. Deshalb wurde in der mit 2200 Zuschauern vollbesetzten Halle beim Stande von 0:0 erstmals die Seiten gewechselt. Blitzstart dann im zweiten Drittel. Dornbirn-Legionär Scooter Smith traf bereits 8 Sekunden nach dem ersten Bulli und sorgte so für die 1:0-Führung für den EC Dornbirn. Salzburg steckte aber nicht auf und kam praktisch im Gegenzug zu einer weiteren Top-Chance. Christian Fendt im Tor der Bulldogs hielt seinen Kasten allerdings sauber. In der 35. Minute wurde Thomas Sauer im Alleingang auf das Salzburger Tor von den Beinen geholt. Schiedsrichter Christian Jelinek zögerte keine Sekunde und entschied auf Penalty. Der Gefaulte ließ sich die Chance nicht nehmen, übernahm die Verantwortung und traf zum 2:0. Im letzten Abschnitt kämpften sich die spielerisch starken Salzburger zurück in die Partie. Zunächst verkürzte Viktor Lindgren im Powerplay auf 1:2. Die Gäste drängten nun auf den Ausgleich, aber Dornbirn hatte Konterchancen. Julian Grafschafter konnte aus dieser Möglichkeit allerdings keinen Profit schlagen. In der 59. Minute dann der Schock für die Bulldogs. Robin Johnston brachte die Scheibe irgendwie über die Linie und konnte somit zum 2:2 ausgleichen. So ging es wieder in die Verlängerung und in der Overtime zeigten sich die Bulldogs von ihrer Glanzseite. Thomas Sauer brachte nach 3 Minuten und 8 Sekunden den 3:2 Siegestreffer und stellte in der Best-of-5-Serie somit auf 2:1 für den EC Dornbirn. Mit einem weiteren Sieg können sich die Messestädter nun den Titel in der Nationalliga holen. Gelegenheit dazu bekommen Auer und Co. bereits am Mittwoch im Salzburger Volksgarten. Peter Manging, der heutige Spielsponsor vom dritten Finalspiel Dornbirn gegen Salzburg. Wahrscheinlich noch aus dem Häuschen, oder? Ja, ich muss sagen, ein sensationelles Spiel für unsere Jungs. Überhaupt die ganze Serie, wirklich Werbung für Eishockeysport, sensationell, unglaublich. Firma K3, der heutige Spielsponsor, was kann man darunter verstehen? Ja, wir machen Messe- und Ausstellungsbau. International, also in ganz Europa, sind wir unterwegs für unsere Kunden am Messestände und Ausstellungen zu machen. Den EC Trenz Dornbirn mehrmals unterstützen im Jahr oder ist das jetzt nur in der Playoff-Serie? Nein, ich bin aktiv AHA-Spieler, bin immer schon dabei gewesen im Eishockey. Mich freut es, wenn ich da etwas beitragen kann, dass man dem Verein und gerade nach dem ganzen Neuanfang und dem ganzen Zeug, und ich helfe da gerne mit und ich habe auch Freude dabei und finde das super. Kjell Lindqvist zum zweiten Mal in der Finalserie in der Overtime gewonnen, überglücklich über diesen Sieg. Ja, ich bin glücklich für die Mannschaft, dass wir gewonnen. Wir haben verdient gewonnen. Wir sollten Sachs früher so machen, aber das haben wir nichts gemacht. Aber in der Ende haben wir gewonnen. Wir waren die bessere Mannschaft heute. Es war eine klasse Partie von beiden Seiten. Salzburg mit vielen Legionärs. Dornbirn hat mit viel Kampfgeist die Herzen höher schlagen lassen und schlussendlich verdient gewonnen. Ja, unser Problem heute war das Special Team, spezifisch 5 gegen 3, was funktioniert absolut nichts. Und wir schießen 2:0 und wir haben Kontrolle über das Spiel. Aber dann kommt 2:1, dann bist du ein bisschen nervös, Nervosität. Und dann kommt sehr unglücklich 2:2 und ein Bulli in unserem Drittel. Aber in der Ende muss ich sagen, glaube ich, wir waren eine richtige Mannschaft zu gewinnen. Neben mir Thomas Sauer, überglücklich über das 3:2. Jetzt fehlt nur noch ein Sieg für Dornbirn. Ja, wir haben über das ganze Spiel hinweg eine sehr gute Leistung gebracht als Mannschaft und im Endeffekt war der Sieg sicher verdient für uns. Red Bull Salzburg, da fällt mir eigentlich nur ein, dass fast die ganze Mannschaft Profitum hat. Gibt es ja nicht seitens von Dornbirn Wettbewerbsverzerrung?
im Endeffekt, ich meine, das soll der Verband entscheiden oder sonst irgendwer, mich interessiert das nicht oder die ganze Mannschaft interessiert das nicht. Wir gehen aufs Eis, geben 100% oder sogar 150%, wollen unbedingt die Meisterschaft gewinnen und das ist alles, was zählt. Was muss man jetzt in Salzburg machen, dass man dort schon den Sack zumacht? Gewinnen. Ganz einfach. So weiterspielen wie bis jetzt. Wir haben bis jetzt die drei Spiele, was wir gespielt haben, super Leistung herabgerufen. Ganze Mannschaft, ich bin sehr stolz auf meine Jungs. Und wenn wir in Salzburg genauso eine Leistung spielen wie heute oder Leistung bringen, dann sehe ich keine Probleme.